Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Ja, es ist nicht wirklich viel Zeit vergangen. Ich wollte eigentlich zum Händler laufen und da kommt uns hier wieder eine kleine Wanderhorde in die Ecke, die uns ein bisschen auf die Nerven gehen möchte. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren, wir brauchen die Erfahrungspunkte. So, ein starker Schlag, ein starker Schlag, ein normaler Schlag und noch ein normaler Schlag. Und schon hat sich das wieder. Ach, da ist auch noch eine. Und da ist noch so ein halber. So ein Kriecher. Komm, du hast nur einen halben Körper. Du musst auch. Oh, mit zwei normalen Schlägen ist er zufrieden. Och, da ist auch noch einer. Den habe ich zu spät gesehen. So, dann dackeln wir zusammen noch zum Händler. Verkaufen, was zu verkaufen ist. Und was er bereit ist, uns abzukaufen. Den Tresor auf dem Schrottplatz haben wir schon geknackt. Die Autos werden wir dann jetzt wohl nicht mehr mitnehmen, denke ich. Boah, das heißt, wir werden wieder zurückgehen zu unserem Haupthändler. Uns vielleicht noch eine Quest holen. Und da bin ich ehrlich gesagt am überlegen, ob wir uns auf dem Weg in Richtung Süden machen. Ohne Mini-Motorrad oder sowas. Weil ehrlich gesagt brauche ich so langsam echt eine eigene Base, eine, die ich gerne behalten würde. So, Militärrüstungsteile können wir dann erstmal behalten. Das hat er gesagt, kauft er nicht mehr. Wildbret 8 bringt uns natürlich nicht steil nach vorne. Nerdige Brille. Standhaftigkeit kannst du haben. Das muss ich mitnehmen. Intelligenz behalten wir erstmal, das können wir zum Skillen benutzen. Mehr habe ich nicht zu verkaufen, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch so viel eingesammelt hier. Militärrüstungsteile bringen nur 40. Rotflintenteile behalten wir selbst. Ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte mehr zum Verkaufen. Wir können natürlich den einer Schraubenschlüssel verkaufen, wenn wir jetzt einen Zweier haben. Können es aber auch einfach sein lassen. Wahrnehmung. Quatsch, da wollte ich hin. Wahrnehmung, da könnten wir Schlösser knacken noch einmal skillen, ne? Ne, können wir nicht. Müssen wir auch erst Skillpunkt reinstecken. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen Cut. Und wir sehen uns daheim wieder. Also bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Wir sind zwar noch nicht zu Hause, aber da läuft gerade ein Hirsch vor uns weg. Ich habe jetzt erst die Aufnahme gestartet, deswegen konnte ich noch nicht auf ihn schießen. Aber jetzt, das heißt, wir können wieder Fleisch sammeln. Sehr schön. Mit der Pistole deutlich angenehmer als mit dem Bogen, muss ich feststellen. Ist zwar nicht das Jagdgewehr, also nicht unbedingt die optimale Waffe. Aber funktioniert trotzdem sehr gut. So, einmal nachladen und... Ne, Knüppel hätten wir gerne. Bums. Und nochmal. Und 700 Meter haben wir noch bis nach Hause. Das heißt, ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben es jetzt schon ziemlich spät. 18.05 Uhr. Ich habe mal gerade unseren ganzen Kram weggeräumt. Da wir es schon so spät haben, würde ich fast sagen, wir suchen uns noch ein Loot-Gebäude. Sofern es noch eins hat, für die Nacht und verbringen da dann die Nacht. So, erstmal schauen, was gibt es als Belohnung? Ein Jagdmesser, sehr schön. Das nehmen wir mit. Darf ich dein Inventar sehen? So, das hat jetzt 7, 406. Was hat das hier? 7, 406. Das Jagdmesser ist genauso gut für unser 6er Knochenmesser, ja? Ne, das ist 25, das ist 26. Blockschaden ist der gleiche. Na gut, dann komm, machen wir das so. Das will die nicht haben, das heißt, das können wir zerlegen gleich. Die Brille wollte ich noch verkaufen hier. So, wir hatten gesagt, Mini-Motorrad oder so hast du nicht, ne? MI hat sie nicht. MI hat sie nicht. Und MO hat sie nicht.
M-O-T. Also nicht. Gut. Remember me if you need medical supplies. Aufgaben. Abholen, abholen und säubern. Abholen, beseitigt Zombies, abholen. Ich würde sagen, wir machen mal die Abholquest um 500 Meter. Oh, this is a dangerous one. Try not to, get radiated. Und dann würde ich sagen, verbringen wir da auch die Nacht. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wo das ist. Und das könnte ein Buchladen sein, ne? Bringe Vorräte zurück am Sammelpunkt. Ne, der Buchladen ist es nicht. Der Buchladen müsste weiter links sein. Und dann müssen wir uns auch schon fast wieder vorbereiten auf die Horde-Nacht. Das heißt, wir müssen bald wieder Bäume fällen. Und haben leider noch immer keine Basis. Das stört mich echt so ganz ohne Basis. Ich will immer alles mitnehmen. Aber ich kann einfach nicht so viel tragen. Und ich habe jetzt eigentlich auch viel zu viel Kram dabei. Die Musik hat mich gerade etwas misstrauisch gemacht. Ich habe jetzt echt gewartet, dass eine Horde von hinten kommt. So eine kleine Wanderhorde. War aber nicht der Fall. So, 200 Meter noch. Da könnte eigentlich noch dranbleiben, oder? Aber so wie es aussieht, muss ich mir da erstmal einen Weg hinsuchen, wa? Da ist eine Mauer vor. Oh nee, sag nicht, das ist so ein Riesengebäude. So ein Riesengebäude bin ich nicht gut genug für ausgerüstet. So ein kleiner Wasserturm da, das wäre besser. Da könnten wir mal reingehen. Vielleicht ist da ja Wasser drin. Da können wir mal unsere ganzen leeren Gläser voll machen. Dann müssen wir die nicht immer mitschleppen. Ach nee, da ist das Gebäude. Das ist zum Glück nicht ganz so groß. Guck mal, da hinterm Tor sind anscheinend Stachelfallen. Die glitschen zumindest so ein bisschen durch das Tor durch. So. Nee, das ist auch nicht das Gebäude, oder? Nee, scheint noch weiter da hinten zu sein. Ah doch, es gehört zu dem. Nee. Gehört zu dem Gebäude da. Was ist denn das für ein Gebäude? Pornshop. Okay. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Hm, hier ist ein Weg rein, sehr schön. Einmal akzeptieren und einmal Töftöf zerlegen. Ich wollte sagen, weil wir Schlüssel jetzt mitgenommen oder was? Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwann noch ein Fahrzeug, dann brauchen wir das Benzin. Da ist nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen Müll. Ein bisschen Messing war da drin. Messing und Blei. Blei. Dietrich und Blei. Da ist zu. Messing und Kleber. Gut, dann schauen wir mal. Dächer sind immer doof, da warte ich immer auf Geier. Wurden jetzt oft genug von Geiern infiziert. Muss eigentlich nicht nochmal sein. Guck mal, das ist schon einer. So, dann können wir wieder das Messer in der Hand nehmen, ne? Das wollten wir zerlegen. Ja, kriegen jetzt super viele Federn raus. Bringt uns aber nicht viel, weil wir nicht mit dem Bogen spielen. Und soweit ich gesehen habe, kann man Federn für nichts anderes verwenden, außer für den Bogen. Nur dieses Gammelfleisch hat halt noch den Vorteil, dass wir da die Beete mitmachen können. Ach, die ist verschlossen, die Falltür, deswegen. Habe mich schon gewundert, dass wir nicht durch die Falltür gehen sollen. Da oben liegt was drauf und da scheint noch versteckt zu sein. Ein Kochtopf, Mensch. Das wird aber auch mal wieder Zeit. Ich glaube, das war Bier. Und ich glaube, Bier werden wir verkaufen.
Ah, da sind noch mehr. Kommt mal her. Nicht die Frames kaputt machen, die ich da hingesetzt habe. Oh, der ist tot. Der jetzt auch. So, Frame, Frame. Rucksack. Eine leere Dose. Und noch ein Rucksack mit einer Taschenlampe. Knüppel gehen wir wieder ab. Bücherregal, ganz wichtig. Das haben wir schon alles. Was ist das hier? Abgesägte Schrotflinten-Mod. Benutzen. Das Papier können wir mitnehmen. Bauplan, Grundlagen der Elektronik. Lernen das durch das Lesen diese Baupläne, wie man Elektrogeneratoren, Deckenlichter und Verschaltungen anfertigt. Gar nicht schlecht. Diebesadrenalin. Nachts, wenn das Adrenalin durch deine Adern rauscht, fühlst du nie das Gewicht deiner Beute. Nachts nie überlastet. Oh, sehr schön. Das heißt also, wir sind jetzt öftere nachts unterwegs. Ist natürlich die Frage, brauchen wir dann überhaupt noch die Packese-Skill? Wahrscheinlich schon, ne? Macht wahrscheinlich trotzdem Sinn, weil wir tagsüber noch überlastet sind. So. Gleich einmal kurz auf der Karte gucken, wo die Vorräte sind, die wir sammeln wollen. Die Richtung 3 Meter, also willkommen in dem Küchenschrank. Ja, hier. Da haben wir sie. Mitnehmen. Damit wäre die Quest schon erledigt, wenn wir das wollen. Aber wenn wir so ein Gebäude anfangen, dann wollen wir natürlich auch den Hauptloot finden. Ich musste gerade mal schauen, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich dachte, ich hätte euch nicht dazu geschaltet, aber ihr seid doch da. Ah, da ist die Falltür. So, Kommode durchsuchen. Hose. Können wir mal mitnehmen. Können wir vielleicht verkaufen. Eine Tür zu. Hier ist noch was hinter. Mitnehmen. Das auch. Nein, können wir nicht, weil wir überladen sind. Das zerlegen, können wir das so mitnehmen. Oh, wir sind aber ganz schön schnell hier beim Durchkriegen. Nee, das macht nur wieder Krach, wenn ich die Tür jetzt zumache. So, habe ich jetzt alles mitgenommen? Jo, habe ich, sehr schön. Aber das hier können wir noch zerlegen. Mülleimer ist leer. Der Müllhaufen ist auch leer. Hier gibt es auch nichts. So. Topfpflanze können wir liegen lassen. Eine Pistole im Klo. Die können wir dann verkaufen, weil wir haben eine Dreierpistole und die im Klo, das war nur eine Einserpistole. Kartoffel nehmen wir mit. Taschenlampe haben wir zwar, glaube ich, noch, aber ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Das hier hat nur 8 Verkaufspreise. Dann können wir das zerlegen und das können wir zerlegen. Warteschlange ist voll, okay. Generator ist leer. Und leider zerstört. Zerstörte Chemiestation. Bauplan für Chemiestation. Sehr schön. Brauchen wir da schon mal keine Skillpunkte mehr reinstecken. Da wir jetzt die Werkbank und die Chemiestation bauen können. Hier ist noch ein Klo. Nur dreckiges Wasser drin. Da ist auch nichts mehr. Da ist noch was. Honig, hole ich nehmen wir mit.
Da ist keine Tür, die wir zumachen könnten. Das Geld nehmen wir natürlich auch mit. Das hier können wir noch zerlegen. Warteschlange ist voll. Warteschlange ist voll. Das können wir aber essen. Dann können wir das hier zerlegen. Das hier mitnehmen. Da ist nichts mehr. Das können wir auch zerlegen. Fünffacher Schaden. Nicht schlecht. Boah, da ist ja noch einer. Mein Gott, drei Zombies. So, jetzt haben wir sie aber alle. Ja, noch mehr scheint hier nicht zu sein. Sehr schön. Schimmliges Brot. Ich glaube, das wollen wir nicht essen. Aber das ist gut, um Antibiotika herzustellen. Dafür können wir das Papier mal hier lassen. Das ist besser als unseres. Können wir also tragen. Boah, da ist noch eine Mod drin. Die hätte ich natürlich schon gern wieder. Hülle schmeißen wir mal weg. Warteschlange ist voll und wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Doch hätten wir. Aber es dauert alles noch eine ganze Weile. Muss ich was essen? Nahrung 74, wir können auf jeden Fall was essen. Dann benutzen wir das hier mal. Dann können wir hier auf, nicht auf tragen. Verändern, da wäre ich gerne drauf gegangen. Genau die Mod hier rein. Und dann da drauf. Verändern. Und die Mod da rein. So. 4 Holzstühle, die können wir da liegen lassen. Die haben wir gerade rausgeschmissen. Ja, das müsste ich eigentlich mit einer Spitzhacke abbauen hier. Haben wir aber leider nicht. Wir haben nur eine Feuerwehraxt. Oh, 125 ist Deck voll, ja. Gut zu wissen. Können wir die ja auch gleich zu Hause lassen, die Dinger. Da ist nur ein Reifen. Jo, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den Hauptloot gemeinsam an, wa? Wasser. Geräusche minus 8%. Das hat nur 22 Verkaufswert. Zerlegen kann ich aber auch nicht. 95 Verkaufswert. Ich habe einfach immer viel zu viel Kram dabei. Unglaublich. Die Knochen brauchen wir nicht unbedingt. Dann nehme ich Strohflintmunition mit. Eine Kartoffel, ein schimmeliges Brot. Das ist immer nur eins. Das ist nicht wirklich viel. Die Federn brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die 4 trüben Wasser können wir auch hier lassen. Nehmen wir das mit. Achso, das können wir nicht zerlegen, weil Warteschlange voll ist. Gut, ich werde sowieso die Rest der Nacht hier noch warten. Vielleicht ist die Warteschlange irgendwann mal wieder leer. Eisenbeinschienen. 145 Verkaufswert. Jo, dann nehmen wir die mit. Oh, was ist das denn? Gebt für 90 Sekunden die Fähigkeit verstrahlter Zombies zur Wiederherstellung auf. Aha. Verstrahlte Zombies können sich also wiederherstellen, ja? Verschlossen. Wie viel Dietrich haben wir? 13. Ja, Versuch macht klug, würde ich mal sagen. Elf. Zehn. Neun. Acht.
6, 5. Über die Hälfte der Dietriche verballert für so einen doofen Safe. So, das können wir nicht zerlegen, weil Warteschlange voll. Das können wir auch nicht zerlegen, weil Warteschlange voll. Nahkampfschaden 17. Nahkampfschaden 20. Allerdings hat er hier eine Mod drin. Und der hat 20. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Gehört der Baseballschläger denn zu den Knüppeln? Baseballschläger ist nur ein Waffensymbol dran, Holzknüppel. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde mal vermuten, dass er zu den Knüppeln gehört. So, ein Kleber können wir glaube ich hier lassen. Stofffetzen können wir auch hier lassen. Nehmen wir mal den Baseballschläger mit. Das lassen wir erstmal hier, das gucken wir gleich nochmal nach. Dann würde ich hier gerne die Mod rausnehmen. Und hier gerne die Mod reinpacken. Hat der Nahkampfschaden 19? Der hätte so schon Nahkampfschaden 19. Ist also sinnfrei. Das heißt, die Mod kann hier durchaus wieder raus. Verändern. Mod wieder rein. Gut. Den nehmen wir wieder mit. Den zerlegen wir. Gewehrteile habe ich gesagt, nehmen wir erstmal mit, ne? Komm, den Kochtopf können wir zerlegen, können wir nicht, weil Warteschlange voll ist. Ja. Eine Kartoffel. Komm, eine Kartoffel können wir hier lassen. So, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.